Der neue Markt von Rostock hatte genau hier an dieser Stelle, wo ich mich befinde, eine interessante Nordbebauung. 68 Jahre nach Kriegsende ist jetzt die Chance gegeben, hier eine neue Bebauung zu errichten. Doch die Meinungen gehen stark auseinander, für und wider. Um all das zu verstehen, lade ich Sie ein in unsere Zeitreise. Hier die Geschichte des neuen Marktes und ganz besonders die der Nordbebauung. So sah er also aus, der Stolz der Hansestadt Rostock, der einst so gelobte und über Jahrhunderte hinweg gepriesene Markt. Nach mehreren verheerenden Bombennächten, die es ab April 1942 gab. Vieles an einzigartiger, einmaliger Architektur war für immer verloren. Aber die Häuser an der Nordseite, die von den Bomben zum Teil verschont blieben, standen dort noch bis zum Ende der 50er Jahre, bevor sie einem neuen Konzept für den historischen Markt im Wege standen. Aufgrund der Entwicklung und der Entstehung der Stadt hatte Rostock zunächst nicht nur drei Teilstädte, sondern folglich auch drei Märkte mit drei Pfarrkirchen in unmittelbarer Nähe. Für die Mittelstadt war dies die Marienkirche. 1265 schlossen sich die Teilstädte zusammen. Dieser Markt wurde nun zum zentralen Platz der Stadt und war zu allen Zeiten durch seinen Rathausbau dominiert. Im Haus selber nahm man im Laufe der Jahrhunderte immer wieder größere, einschneidende Veränderungen vor. Aus zwei Häusern wurden später zunächst drei, die im Nachhinein eine gemeinsame Front erhielten, sodass ein repräsentativer Bau entstand, der vom Stolz und auch Reichtum der Hansestadt zeugte. Als Wicke Schorlein 1586 seine Darstellung Rostocks abschloss, sah das damalige Rathaus schon dem heutigen sehr ähnlich. An der Rückfront war diese Entwicklung noch lange zu erkennen, so wie in einem Modell zum Ende des 19. Jahrhunderts. Am neuen Markt, der mit 80 x 90 Metern fast quadratisch angelegt war, standen auf allen vier Seiten prächtige Giebelhäuser. Doch wenn wir die Geschichte dieses Platzes erkunden, werden wir erahnen, welche Bedeutung er als geschlossenes Ganzes für Rostock hatte. Ob es nun um 1390 zu den Anfängen des Rostocker Pfingstmarktes oder im Mittelalter oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder aber in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts war. Natürlich war auch dieser Markt von Anfang an immer eines, der Treffpunkt für Händler und Käufer aus nah und fern. Hier wurde zu allen Jahreszeiten nicht nur angeboten und verkauft, was in der Region erzeugt wurde, sondern auch vieles, was die Schiffe der Rostocker Fahrensleute seit Jahrhunderten von überall her mitbrachten. Dieser Platz wurde wirtschaftlicher Mittelpunkt der aufstrebenden Hansestadt. Es soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass hier in Rostocks Mitte zu allen Zeiten auch Groß- und Propagandaveranstaltungen unterschiedlichster politischer Prägung stattfanden. So zum Empfang und zur Huldigung der Sieger im Deutsch-Französischen Krieg im Juni 1871. Zum 100. Jahrestag des hiesigen Füsilierregiments 1888. 1926 versammelte sich dann das Reichsbanner der SPD zu einer Großveranstaltung. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf dem Marktplatz nicht nur Losungen aufgehängt und Großdemonstrationen durchgeführt. Auch Eintopfessen war genauso Pflicht wie 1937 Kartoffeln schälen zum Gautag. Und auch in der Zeit des Sozialismus wurde hier viel marschiert. Mit dem 18. Jahrhundert begannen für fast alle Gebäude am Markt Umbauten. In der Platzmitte stand einst ein Born zur Versorgung mit Trinkwasser, die Wasserkunst. Bereits um 1840 wich sie dem ersten Springbrunnen. Diesen wurde im Jahre 1871 kunstvoll Pappmaché übergestülpt, sodass dann für kurze Zeit eine Siegessäule auf dem Marktplatz stand. Der Brunnen musste 1881 der Pferdestraßenbahn weichen, denn seit jenem Jahr fährt die Rostocker Straßenbahn ununterbrochen über den Platz. Dies dann seit 1904 elektrisch. Für die Wasserkunst wurde als neuer Blickfang auf dem Marktplatz nun der Kandelaberbrunnen errichtet. Doch schauen wir uns gleichzeitig auf dem Markt etwas näher um, damit wir ihn in seiner Gesamtheit besser erfassen können. Neben dem Rathaus ging es auch damals in die große Wasserstraße. Daneben dann das legendäre Haus Sonne und der Blick geht in die Steinstraße, wo am Ende das Steintor zu sehen ist. Dem Hotel vis-à-vis gegenüber, mit der Adresse Neuer Markt 1, stand das Mannsche Haus, welches Eigentum des Rostocker Zweiges der berühmten Familie Mann war.
daneben dann das Restaurant Mond und Sterne und weitere Giebelhäuser, die auf den glatten Aal führten. Wir bleiben auf dem Marktplatz und sehen uns auf der Westseite um. An der Ecke befand sich zunächst das Hotel d'Orsay. In das Haus zog später das Finanzamt ein. Nebenan das Teppichgeschäft Sabukat. Es folgte Orthopädie Schumacher Bull und dann das Tapetenhaus Engel. Der mittelalterliche Giebel des Hauses Nr. 12 wurde im Jahre 1874 geendet. Hier wurden Schuhe im Laden Solidus angeboten. Das Haus kannte man ebenfalls aus dem Mittelalter. Es wurde im Stil des Spätbarock umgebaut. Die Ratsapotheke hat hier seit 1542 ihren Sitz. Nach dem folgenden Eckhaus wird der Blick in die ehemalige Blutstraße frei. Auf der anderen Seite der Blutstraße steht ein Haus, das um 1860 eine Bekrönung erhielt und im Volksmund unter dem Namen Kachelofen bekannt war. Ursprünglich war dieses Haus ein einfaches Giebelhaus. Hinter dieser Häuserzeile in der Nordwestecke thront die mächtige, monumentale Marienkirche. Davor steht das sicherlich älteste Haus am Markt, erbaut 1280, mit dem ältesten Giebel. Ab 1600 erhielt es eine Renaissancefassade. Als Heizrestaurant oder aber auch als Burwitz ist es bekannt. Es folgen noch das Speditionshaus von August Fick mit Antiquitäten und einer Niederlassung des norddeutschen Lloyd Bremen. Nach Überqueren der kleinen Straße bei der Marienkirche stehen wir am ersten Haus der Nordseite mit der Nummer 19. Hier gab es eine Probierstube der Kornbrennerei Lorenz. Daneben das Restaurant Karl Fader, eine Wettannahmestelle bzw. eine Geschäftsstelle des ADAC und darauf folgend eine Drogerie. Ein Speisehaus schloss sich an und dann befand sich in der Nummer 24 die Schreibwarenhandlung Ockel. Eine weitere Gaststätte, die von Alfred Bernhard, stand daneben, bevor dann die Kaffeehandlung Reimer kam. Am Ende dieser Nordseite, in den Nummern 27 und 28, die Geschäftshäuser von Schumann. Neben dem letzten, dem schmalbrüstigen Haus, ging es in eine kleine Gasse, den Ortsund. Aber nicht nur die Nordseite ging verloren. Das gleiche Schicksal traf die Nordostseite des Marktes, die Häuser links des Rathauses. Auch hier gab es Firmen und Geschäfte. In Doppelhaus Nummer 29 und 30 existierte das Herrenkonfektionsgeschäft Wandsburger. Ein weiteres Restaurant und der Sitz einer regionalen Elektrizitätsgesellschaft folgte, bevor dann wieder das prägende Gebäude des Marktplatzes, das Rathaus, in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Durch die Kriegsereignisse wurde auch die linke Anbauseite zerstört. Bereits Ende der 40er Jahre gab es eine Ausschreibung zur Neubebauung mit interessanten Vorschlägen dazu. Davon einige im typischen Stil der Giebelhäuser, um sich dem Bild des Vorkriegsaussehens wieder anzupassen. Leider wurde dabei 1951-52 die wohl denkbar ungünstigste Variante an der Nordostseite realisiert, die von der Bevölkerung den Namen Schafstall erhielt. Und was passierte nun mit der Nordseite des Marktes? Auf den Vorschlägen der Architekten konnte man ebenfalls sehen, dass auch eine neue, traditionelle Bebauung der Nordseite zu diesem Zeitpunkt möglich war. Auf der gegenüberliegenden Südwestseite gab es ja bereits gute Erfahrungen mit dem neuen Hauptpostamt. Aber statt auch die Nordseite wieder mit einem geschlossenen Gebäudekomplex zu bebauen, wurden die noch bis 1960 genutzten letzten drei von einst 10 Häusern entfernt. In der Zwischenzeit näherte sich der Wiederaufbau der Langen Straße seiner Vollendung. Diese monumentale Magistrale wurde 1961-62 mit dem zentralen Platz der Stadt verbunden. Auch das Ritual der politischen Großveranstaltungen änderte sich. Demonstrationszüge in großem Ausmaß standen nun auf der Tagesordnung. Zum Auf- und Abmarsch politischer Kundgebungen benötigte man lange und breite Straßen, ähnlich wie es der große Bruder zur damaligen Zeit in Moskau zelebrierte. Nach der Wendezeit gab es immer wieder mal einzelne Überlegungen, die Nordseite des Marktes neu zu bebauen. Interessanterweise existiert die postalische Durchnummerierung der Adressen aus der Vorkriegszeit heute noch. Sollten es also in absehbarer Zeit die Anschriften
Neuer Markt 19 bis 28 doch wiedergeben? Auf dem Markt habe ich mich verabredet mit zwei Männern, die es wissen müssen, wenn es um Geschichte von Rostock geht. Aus dem Verlag Redig und Schade, die beiden, die den Verlag steuern. Und immer dann, wenn es interessant wird, rechtzeitig zur Stelle sind. Gerade jetzt ist ein Buch zu diesem Thema rausgekommen. Matthias, wie kam es dazu? Das Buch über den neuen Markt. Ja, wie kommt es dazu? Wie kam es dazu? Wir beobachten sehr aufmerksam, was in dieser Stadt passiert und machen uns Gedanken darüber, wie kann man das, was hier passiert, in schöne Bücher packen. Und der neue Markt bot sich dazu an. Wir wissen, dass es eine große Diskussion darum gibt, wie wird die neue Nordkante aussehen. Beschlossen hat die Bürgerschaft, dass es eine Nordkante geben wird. Wie wird die Nordkante aussehen? Und wir haben uns gedacht, wir blenden mal auf, wie sich der neue Markt in den Jahrzehnten entwickelt hat, Jahrhunderten entwickelt hat und dokumentieren in diesem Buch mit ganz vielen Bildern, ganz vielen Geschichten jedes einzelne Haus des Marktes, um eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, wie soll er denn aussehen? Da stellt sich natürlich die Frage, das macht man ja nicht alleine. Da braucht man Partner dazu und da braucht man auch Leute dazu, die sich äußern. Und ich habe schon vorhin gesagt, für und wider ist ganz schön in Rostock geteilt. Das ist richtig. Die Meinungen sind natürlich ganz verschieden. Aber gehen wir nochmal zurück auf die Mitwirkenden an dem Buch. Das ist diesmal ein ganz großer Personenkreis gewesen. Ich nenne mal als Hauptautorin, was die Historie betrifft, Maren Johansen. Die hat wirklich die Geschichte der einzelnen Häuser vom Mittelalter bis in die neuere oder frühere DDR-Zeit aufgeblendet. Ich nenne auch stellvertretend Jan-Peter Schulze. Der hat viele, viele Interviews geführt mit Repräsentanten dieser Stadt, mit Menschen, die eine Meinung zu der Neubebauung haben. Und dadurch wird eine sehr, sehr breite Facette, glaube ich, an Meinungsbildung auch zu dieser Thematik aufgemacht. Und dann habt ihr natürlich noch einen Medienpartner, wollen wir nicht vergessen. Wir sind mit der Ostsee-Zeitung im Boot, das kann man ganz deutlich sagen, weil wir diese Diskussion auch öffentlich führen wollten. Das heißt also, wir haben in der Ostsee-Zeitung schon vorab Stimmen aufgeblendet von Menschen, die etwas dazu gesagt haben, wie sie sich den neuen Markt vorstellen und haben das natürlich auch ein bisschen genutzt, um auf diesem Weg ganz gut Werbung für dieses Buch zu machen, klar. Ja, das soll sein und wenn es uns gelingt, für die gute Sache, selbstverständlich sind wir auch dabei. Abschließend private Frage, aber die muss ich stellen, pro oder contra? Jein. Also eher pro, würde ich sagen. Allerdings unter bestimmten Prämissen. Keinen großen Betonplatz mit viel Glas und Aluminium. Eine kleinteilige Bebauung, wie sie vielleicht früher war. Damit könnte ich ganz gut leben. Ja, ich glaube, damit könnte ich dann auch leben. Dann wären wir schon 2-1. Mal sehen, was die ganze Geschichte ergibt. Dankeschön, dass ihr da wart. Wir wollen uns in Sachen Geschichte der Stadt natürlich in 2 Wochen wieder melden. Diesmal gibt es eine neue Geschichte aus der Zeit der Universität. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Dankeschön.